Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Die Liebe kocht nie über vor Neid. Sie ist nie prahlerisch. Sie ist nicht arrogant oder aufgeblasen. Sie ist nicht unhöflich und verhält sich nicht unpassend. Liebe, Gottes Liebe in uns, pocht nicht auf ihr eigenes Recht. Sie ist nicht überempfindlich oder nachtragend. Sie ist nicht verdrießlich oder verbittert. Sie erträgt das Unrecht, das ihr angetan wird, aber sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe glaubt immer das Beste von jedem. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Das ist gut. Jetzt haben wir all diese Dinge über die Liebe gelesen. Doch nun wollen wir den Rest der Zeit damit verbringen, das näher zu beleuchten. Denn an diesen Dingen erkennt man die Liebe. Liebe zeigt sich darin, dass man mit den Schwächen eines anderen geduldig umgeht. Der andere fühlt sich geliebt, wenn unser Verhalten ihm nicht signalisiert, dass wir ihn für dumm halten. Die neue Kassiererin im Supermarkt ist nervös. Es ist ihr erster Arbeitstag. Vor 45 Jahren ging ich einmal in einen Supermarkt. Ich trug eine große, glitzernde Jesus-Anstecknadel. Hat jemand von euch mal so eine gehabt? Die waren früher total angesagt. Eine große Jesus-Anstecknadel aus Strass. Natürlich hatte ich es eilig, weil ich unbedingt nach Hause musste, um zu beten. Da war also diese neue Kassiererin. Bei einem Artikel fehlte der Preis und sie kam durcheinander. Dann ging ihr auch noch die Papierrolle in der Kasse aus. Sie war ein Nervenbündel. Und ich stand da und machte, ach. Ach. Das ist keine Liebe. Das hat nichts mit Geduld zu tun. Und das trägt dazu bei, dass Menschen nicht gut auf Christen zu sprechen sind. Ich trug zwar meine große Jesus-Anstecknadel, aber sorgte dafür, dass die Kassiererin sich schlecht fühlte. Liebe ist anders. Ihr müsst so eine Anstecknadel nicht tragen. Liebe würde sagen, das macht nichts. Lassen Sie sich Zeit. Sie machen das gut. Wir alle mussten irgendwann einmal neue Dinge lernen. Sie werden das schon hinbekommen. Und dann würde Liebe hinterher für Sie beten, dass sie ihre Aufgabe gut macht und alles schnell lernt. Sehr schnell. Eines Abends waren wir nach einer Konferenz in einem Restaurant. Ich war müde. Ich hatte 4 oder 5 Vorträge gehalten. Früher war ich wie ein verrücktes Huhn. Wahrscheinlich hatte ich für alle Konferenzteilnehmer einzeln gebetet. Nun gingen wir essen. Wir hatten einen Tisch reserviert. Doch als wir ankamen, hieß es, dass man dort nicht reservieren könne. Warum haben Sie denn unsere Reservierung angenommen, wenn man bei Ihnen nicht reservieren kann? Also mussten wir eine Dreiviertelstunde warten, bis wir einen Tisch bekamen. Wir waren eine ziemlich große Gruppe, ungefähr 12 Personen. Schließlich bekamen wir einen großen Tisch. Die junge Frau, die unsere Bestellung aufnahm, wirkte etwas nervös. Aber sie nahm unsere Getränkebestellung auf und kehrte mit einem großen Tablett zurück. Zwischen dem Tisch und der Wand war nicht viel Platz. Und sie verschüttete das ganze Tablett auf Dave. Cola, Wasser, Eistee.
Alles lief seinen Anzug hinunter. Aber er blieb total freundlich. Er sagte, das macht nichts. Es ist halb so schlimm. Sie ging weinend weg und kam mit geröteten Augen wieder. Dave ließ den Manager des Restaurants holen und sagte, ich will nicht, dass sie deshalb Ärger bekommt. Es war nicht ihre Schuld, sie hatte zu wenig Platz hier. Sie schaute über den Tisch zu mir herüber und sagte, ich weiß, wer Sie sind, und ich war so nervös, weil ich Sie bedienen musste. Und ich dachte, oh, danke, Jesus, danke, danke, danke. Danke, Jesus, dass ich mich nicht wie eine Idiotin aufgeführt habe.